Gute Arbeit, Shepard. Dank Ihnen geht der Rat endlich wirklich gegen Saren vor. Der Botschafter hat recht. Wenn Saren dumm genug ist, die Zitadelle anzugreifen, wie Sie meinen, werden wir dort auf ihn warten. Wir stationieren Patrouillen bei jedem Massenportal, das die Zitadelle mit den Terminus-Systemen verbindet. Wie viele Schiffe senden Sie aus, um Aelos anzugreifen? Aelos ist nur vom Mu-Portal aus zu erreichen. Tief in den Terminus-Systemen, Commander. Wenn wir eine Flotte reinschicken, wird es auf Krieg hinauslaufen. Commander, wir müssen Diskretion bewahren. Sarens größte Waffe war Geheimhaltung. Entdeckt ist er keine Gefahr mehr. Es ist vorbei. Geheimhaltung ist nicht gerade seine stärkste Waffe. Die Röhre schon. Saren ist großartig im Manipulieren. Die Röhre ist nur eine Ablenkung von seinem wahren Plan, die Zitadelle anzugreifen. Sovereign ist die wahre Bedrohung. Saren dient nur den Reapern. Sie sind der Einzige, der die Reaper gesehen hat. Und dann auch nur in Visionen. Wir greifen die Terminus-Systeme doch nicht wegen eines Traums an. Ein Schiff zu den Terminus-Systemen löst doch noch keinen Krieg aus. Ich kann diskret sein. Auf Würmeier haben sie einen Nuklearkörper gesprengt. Das würde ich nicht diskret nennen. Ihr Stil hat ihnen vielleicht in der Traverse geholfen, Commander. Das sehen wir ein. Aber Aelos muss man geschickt anpacken. Wir haben die Situation unter Kontrolle. Wenn Saren die Röhre findet, sind wir alle erledigt. Wir müssen nach Aelos. Botschafter Udina, ich habe das Gefühl, Commander Shepard will noch nicht aufgeben. Das hier hat ernste politische Auswirkungen, Shepard. Die Menschheit hat durch sie viel gewonnen. Aber jetzt werden sie langsam zu einem Problem. Sie Mistkerl, Sie wollen uns verraten. Reine Taktik, Commander. Sie haben Ihre Arbeit gemacht, jetzt lassen Sie mich meine tun. Wir haben alle Primärsysteme der Normandie ausgeschaltet. Sie bleiben bis auf Weiteres am Boden. Mir versetzt keiner einen Dolchstoß, Udina. Niemand. Ich glaube, es wird Zeit, dass Sie und Ihr Team hier verschwinden, Commander. Das geht Sie nichts mehr an. Der Rat wird sich darum kümmern. Mit meiner Hilfe, selbstverständlich. So, Udina ist ein ganz schönes Arschloch. Commander? Shepard? Ich kann nicht fassen, dass sie dir das angetan haben. Es tut mir so leid. Ich habe ihnen die Wahrheit gezeigt und sie wollen mir immer noch nicht glauben. Es ist nicht richtig. Du hast alles getan, was sie verlangt haben und sogar noch mehr. Niemand sonst hätte das vollbringen können, was du getan hast. Der Rat hat dir alles zu verdanken, alles. Aber stattdessen entheben sie dich deines Kommandos und halten die Normandie fest. Während sie untätig herumsitzen, sucht Saren auf Aelos nach der Röhre. Und sobald er sie findet, sind wir alle tot. Vielleicht sollten wir den Rat anrufen und dafür sorgen, dass er seine Entscheidung überdenkt. Ich habe sie bedrängt, so gut ich konnte. Sie wollten es einfach nicht einsehen. Das war's dann? Du gehst einfach? Du gibst auf und verdammst die Galaxis? Ich werde mir etwas ausdenken. Ich brauche bloß etwas Zeit. Ich glaube an dich, Shepard. Ich stehe dir bis zum Ende bei. Tut mir leid, wenn ich störe, Commander. Ich habe eine Nachricht von Captain Anderson für Sie. Spionieren Sie uns nach, Joker? Nein, Sir. Ich wusste nur, dass Sie auf dem Schiff sind und wollte Ihnen diese Nachricht überbringen. Der Captain möchte Sie im Flux treffen. Das ist dieser Club unten in den Zivilbezirken. Sie sollten wohl besser zum Treffen hingehen. Okay. Ich nehme mein Squad mit und gehe zum Flux. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Preston? Presley? Mr. Presley hat das Kommando?
So, dann müssen wir mal zum Flux. Exogeni-Vertreter haben die Schließung ihrer Forschungskolonie auf Pheros angekündigt. Aufgrund schwieriger Lebensbedingungen sowie mangelnder bedeutender Entdeckungen war der Fortbestand der Kolonie wirtschaftlich nicht mehr tragbar. Nach der Ankündigung stiegen die Aktien von Exogeni und die Investoren zeigten sich erfreut über die guten Neuigkeiten. Exogeni. So, dann wollen wir mal zum Flux gehen, ne? Bezirke. Ich glaube auch nicht, dass wir noch irgendwelche Nebenmissionen machen können. Aber ich bin jetzt nicht sicher. Werden wir gleich herausfinden. Wenn wir wieder auf unserem Schiff sind. Was ist das denn für einer? Okay. Ich habe Energiezellen gefunden? Wusste ich gar nicht. Wenn ich ehrlich gesagt wusste ich das nicht. Okay, was ist das denn? Soldat, ich habe ein ziemlich großes Problem und ich brauche Hilfe von jemandem, der die Interessen der Menschen vertritt. Die korrekte Anrede lautet Commander. Was wollen Sie? Natürlich, immer gleich zur Sache. Darum hat die Menschheit auch die beste Flotte in der Galaxie. Mein Name ist Elias Kieler. Ich bin ein Abgesandter der Allianz. Wir werden in Kürze ein bedeutendes Treffen mit den Salarianern abhalten. Sie können sich kaum vorstellen, was dabei auf dem Spiel steht. Ich kämpfe genauso wie Sie für die gesamte Menschheit. Kann mich nicht erinnern, Sie mitten im Kampfgetümmel gegen die Geth auf Eden Prime gesehen zu haben. Ich bin zwar nicht an der Frontlinie, aber ich sorge dafür, dass uns nicht alle Jobs von den Aliens genommen werden. Ich brauche jede Hilfe, die ich kriegen kann. Besonders aber ein bestimmtes Mentalstimulans. Es ist legal, aber die Abgabe pro Person ist limitiert. Ich habe meine Monatsration schon verbraucht und brauche jetzt mehr von der Krankenstation. Was für ein Stimulans ist das genau? Ich kenne mich mit den medizinischen Fachbegriffen nicht aus, aber es erhöht zum Beispiel die Geistesleistung und das Kurzzeitgedächtnis. Damit kann ich konzentriert und aufmerksam bleiben. Wenn ich es nehme, entgeht mir nichts. Warum haben Sie mehr als die monatlich erlaubte Dosis genommen? Die Verhandlungen sollten letzte Woche stattfinden, aber die Salarianer haben alles herausgezögert. Vielleicht absichtlich. Wenn ich das Stimulans nicht bekomme, bin ich ein Wrack. Mein Assistent würde übernehmen und die Katastrophe wäre perfekt. Sie sollten mehr Vertrauen in Ihren Assistenten haben. Haben Sie ihn nicht instruiert? Mein Assistent meint, vor den anderen Zitadellvölkern kriechen zu müssen. Er will damit zeigen, dass wir Menschen vernünftig sind. Aber kein Volk wird uns achten, solange wir uns nur demütig zeigen. So war es auch mit den Turianern. Mein Assistent ist ein Idiot. Was ist so bedeutend an diesen Verhandlungen? Die Salarianer wollen die Bedingungen für langfristige Geschäfte festlegen. Es geht um Milliarden Credits. Wenn ich das Mittel nicht bekomme, wird mein Assistent übernehmen müssen und den Deal vermasseln. Ein komplettes Desaster. Sie sollten mehr vertrauen. Naja. Aber kein Volk von uns achten, sondern er scheint wirklich ein bisschen zu viel Tabletten zu nehmen. Mein Assistent ist ein Idiot. Kieler, Sie haben ein Problem. Sie brauchen Behandlung. Von außen mag das vielleicht so aussehen, aber das hier ist nur eine Ausnahmesituation. Alle Top-Verhandlungsführer nehmen diese Stimulanz. Immer am Rande der Legalität. So geht das Spiel nun einmal. Glauben Sie, dass eine Überdosis Stimulanzien und eine Verhaftung dafür der Menschheit helfen werden, Kieler? Vielleicht haben Sie recht.
Ich wollte der Menschheit dienen und habe mich selbst dabei überschätzt. Also wird dies das letzte Mal sein, dass ich das Stimulans nehme. Wenn der Deal abgeschlossen ist, begebe ich mich in Behandlung. Keine Geschäftsverhandlung ist es wert, sein Leben zu riskieren. Vergessen Sie es und holen Sie sich Hilfe. Sie verstehen es einfach nicht. Die Menschheit braucht mich und ich brauche das Stimulans. Ohne es werde ich... Ich bin so verwirrt. Ich werde ohne das Stimulans immer so müde. Ich brauche nur noch einen Schub davon. Sie reden schon wie ein Junkie, Kieler. Was muss ich noch sagen, um Sie zu überzeugen? Sie haben recht. Ich werde meinen Assistenten informieren. In diesem Zustand kann ich nicht arbeiten. Ich werde mir helfen lassen. Aber so weit hätte es nicht kommen dürfen. Ja, der hat ein echtes Problem. Dieser Idiot. Dass er das doch nicht einsehen wollte. Unglaublich. Das konnte er auch nicht. Squad 5 Punkte. Oh, wir können 5 Punkte verteilen. Heftig. Zack, dann machen wir das und dann machen wir noch Spectre-Training. Und ja. Was haben wir noch? Sie. Barriere. Machen wir einfach. Ist ja egal. So, und Garrus. Okay. Oh, Rita ist ja. Wir haben doch gerettet. Hey, Jenna kam zurück und suchte Arbeit. Danke, dass Sie sie aus Koras Nest geholt haben. Schön, dass ich helfen konnte. Ja, alle scheinen froh zu sein, dass sie zurück ist. Sie scheinen sich nicht so über ihre Rückkehr zu freuen. Ich bin froh, dass sie da raus ist. Ich hatte nur vergessen, wie es ist, sie um mich zu haben. Seit ihrer Rückkehr bekomme ich kaum noch Trinkgeld. Oh Gott. Was ist er denn, unser Freund? Udina. Thoran. Oh Gott. Hör auf zu tanzen, Shepard. Hör auf zu... Hör auf. Das kann sich ja keiner mit ansehen. Jenna. Hallo, willkommen im Flux. Hä? Bin ich jetzt doof, oder? Oder bin ich hier im falschen Ort gelandet? Nö. In der Flugsbar. Ich warte auf jemand anderes. Hä? Captain Henderson? Wo ist er denn? Ach, da. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind, Shepard. Ich habe gehört, was passiert ist. Die Normandy bleibt am Boden. Ich weiß, es tut mir leid. Ich wollte Sie warnen, aber ich konnte Sie vor dem Andocken nicht mehr benachrichtigen. Ich weiß, dass Sie jetzt sauer sind, aber Sie können nicht aufgeben. Sie denken alle darüber nach, aber wir wissen beide, dass es das nicht ist. Sie müssen nach Aelos. Sie müssen Saren davon abhalten, die Röhre zu benutzen. Es gibt nur ein Schiff, das mich unbemerkt in die Terminus-Systeme bringen kann. Und das ist am Boden. Die Zitadellkontrollen haben alle Systeme der Normandy ausgeschaltet. Aber wenn wir uns über die Befehle des Botschafters hinwegsetzen, können wir die Normandy wieder online bringen. Sie können in den Terminus-Systemen sein, bevor überhaupt jemand bemerkt, dass sie weg sind. Wenn wir die Normandy klauen, bleiben sie zurück. Und wenn Saren die Röhre findet, wird Leben, so wie wir es kennen, nicht mehr existieren. Die Reaper werden uns vernichten. Menschen, Asari, Eden. Sie sind der Einzige, der ihn aufhalten kann, Shepard. Ich werde also alles tun, was in meiner Macht steht, um euch auf die Normandy zu bringen und weg von dieser Station. Die Normandy zu stehlen ist Meuterei. Was, wenn die Crew mir nicht hilft? Die Normandy ist nun ihr Schiff, Commander. Ihre Crew wird Ihnen bis ans Ende der Galaxie folgen. Das wissen wir beide. Was haben Sie vor?
Ich kann die Normandy von einer der Konsolen im Zitadell-Kontrollzentrum aus aufschließen. Sie werden ein paar Minuten Zeit haben, bevor irgendjemand was bemerkt. Das ist ein eingegrenztes Gebiet, das von bewaffneten Wachen patrouilliert wird. Wie kommen Sie da rein? Überlassen Sie das mir. Sorgen Sie einfach dafür, dass Sie auf der Normandy sind, wenn die Systeme wieder online sind. Es muss einen besseren Weg geben. Botschafter Udina hat den Lockdown-Befehl gegeben. Wenn ich in den Computer in seinem Büro komme, kann ich ihn vielleicht außer Kraft setzen. Er wird nicht einfach daneben stehen und zusehen, wie Sie seinen Computer benutzen. Er wird hoffentlich nicht da sein. Wenn doch, werde ich mir eben was einfallen lassen. Der Botschafter wird das nicht verzeihen, Captain. Sie werden des Verrats angeklagt, wegen Kapitalverbrechens. Wir haben nicht viele Möglichkeiten. Entweder ich stehle mich in den Computer des Botschafters, oder ich versuche, an den Patrouillen in der Zitadellkontrolle vorbeizukommen. Es ist Ihre Entscheidung, Captain. Ich breche in das Büro des Botschafters ein. Er hat dem Ganzen eine persönliche Note verpasst. Commander, sind Sie soweit, dass wir uns von dieser Station davonmachen können? Kann losgehen. Ich übernehme die Verriegelung. Sie gehen runter zur Normandy und sagen Joker, er soll sich bereithalten. Okay. Los, Team. Dahin müssen wir. Zu C-Sicherheit. Und zurück zu Normandy. Ich bin gespannt, was die Normandy in einem Kampf ausrichten kann. Wieso? Die Normandy ist auf Tarnung, nicht auf Kampf ausgelegt. Aber die Tarnung fügt dem Kampf im Weltraum, wie wir ihn kennen, eine neue taktische Ebene hinzu. Überraschungsangriffe, unentdeckte Flankenmanöver. Ich hatte die Vorliebe der Turianer für Taktiken und Strategien vergessen. Mit Verlaub, ich hoffe, dass wir einen direkten Kampf gegen ein anderes Schiff vermeiden können. So, dann geben wir uns mal auf den Weg. Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Dekontamination aktiv. Anderson? Was machen Sie hier? Ich habe nicht nach... Super. Bringen Sie uns hier raus, Joker. Sofort. Und tschüss. Hm.
So, dann können wir jetzt nach Eilos. Aber ich frag mich ja. Ich krisch mal mit meinem Team. Bevor wir wegfliegen. Dr. Shakwa. Ich habe das Gefühl, dass Sie mich etwas fragen wollen, Commander. Ich wollte einfach nur reden. Natürlich, Shepard. Worüber wollten Sie reden? Ich muss jetzt gehen. Wiedersehen, Shepard. Wiedersehen. So. Okay, wahrscheinlich keine neuen Gesprächsoptionen.